Ey yo, was geht ab meine lieben Leute? Willkommen zu meinem Video, was jetzt wieder sozusagen die Erweiterung ist von meinem ersten Holzrosse-on-Tour-Video. Heute spielt das Wetter mal wieder auf meiner Seite, aber das Problem ist, ich bin jetzt spät dran, das heißt die Sonne setzt sich unter. Das heißt, wir müssen hier schnell sein. Aber mal schauen, ich habe ein bisschen Licht mitgenommen, das heißt, wenn es viel zu stark dunkel wird, dann kann man das Licht benutzen. Aber mit natürlichem Licht ist es halt viel, viel besser. Naja, das macht ja nichts. So, dann gehen wir mal hier weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, das ist eine Zeitblase. Ich bin einfach am zweiten Tag jetzt hier. Aber ihr schaut ja ein Video, was vielleicht eine Woche später ist oder so. Keine Ahnung, mal schauen, egal. Machen wir uns mal weiter auf den Weg, ne? Oh, Achtung Leute, ich höre Wasser. Ah, okay. Da vorne ist ein Fluss. Ich bin jetzt hier unten am Fluss, habe jetzt ein paar Fotos geschossen und ich habe hier was gerade entdeckt, und zwar ein riesiger Baum, der irgendwie kaputt gegangen ist. Was heißt kaputt gegangen? Durch Wind oder sonstiges. Auf jeden Fall ist er halt so umgekippt. Man sieht das von hier aus, Moment. Da vorne der Baum. Ich weiß nicht. Alter, ich bin gerade diesen verdammten Weg da hochgeklettert. Ey, das ist so anstrengend. Ich fühle mich gerade hier wie ein Bergsteiger. Obwohl das wahrscheinlich nicht mein Furz vom Mount Everest ist. Respekt an die Bergsteiger. Wow. Diesen Berg bin ich gerade hochgeklettert, ne? Ich bin kaputt wie sonst was. Und ratet mal, wo wir jetzt raus sind, ne? Das wird euch wahrscheinlich bekannt vorkommen. Und zwar sind wir... Und? Moment. Moment, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Und kommt euch das hier irgendwie bekannt vor? Wir sind an der Scheißstelle. Wir sind gerade von hier gekommen. Das ist der kleine Weg, verdammte Kacke. Ich hätte auch hier einfach abbiegen können und diesen verdammten Fluss da filmen können. Aber nein! Adventurer-Style, meine Fresse. Aber naja, egal, das hat mega Spaß gemacht. Also, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt ein bisschen gefallen. Wenn ja, hinterlasst der Tafel eine Kreide da. Wenn nicht, dann eine Stecknadel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, ich schaue jetzt mal ab, weil die Sonne geht jetzt runter. Und ja, auf ein Wiedersehen. Ne? Also, ich bin jetzt weitergekommen als je zuvor hier. Ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Und ich muss jetzt diesen Weg darunter gehen, ohne hinzufallen. Und ich hoffe mal, ich falle nicht hin.